Dann fängt jeden Tag das Gleiche auf. Man kann unsere Lehrer in drei Typen einteilen. Also nicht unsere, aber alle. Der erste Typ ist so der Lehrer, der weiß wirklich, was er will. Der weiß, wovon er redet. Der kann es einfach ständig erklären. Da macht der Unterricht Spaß. Der wird heute immer sehr lachen. Und der Tag beginnt meistens mit den Lehrern von Typ 2. Eigentlich muss ich sagen Lehrerin, aber das lasse ich jetzt mal. Und ja, die kommen erstmal rein. Die stellen sich erstmal vor die hin und gucken erstmal. Ja, die fangen den Unterricht an, die stellen sich hin und gucken. Und wenn die da so vorne so stehen und gucken, dann denke ich mir immer, die ist jetzt genauso gespannt wie ich auf das, was sie jetzt sagen. Dann kommt zum Anfangssatz, wie ihr habt eine Hausaufgabe. Das sagt man gar nichts, man weiß gar nicht, was will ich jetzt eigentlich von allen. Hausaufgaben machen wir doch eh schon lange nicht mehr. Also, gut. Ne? Hausaufgaben fertig, wenn sie jemand gemacht hat. Und dann kommt ja Arbeitungsphase. Und das ist immer ganz toll. Da redet einer in der Hinterste rein und sagt, was total in die Idee ist. Du sitzt da vorne und denkst, oh wow, da bin ich nicht drauf gekommen. Ne? Und die macht nichts, die guckt den an, man kann es schon hören. Dieses. Wo man sich dann wirklich fragt, mein Güte, so was kann so rein dauern, da fehlt denn jetzt endlich der Groschen? Und wenn er dann fehlt, dann lässt du dann einen erfrischten Blink, so ein Lust. Du fragst dich, wo ist jetzt der Groschen hin? Okay, dann muss ich. Nee, das ist nichts, das passt nicht zum Thema, das machen wir am Ende nochmal, du bist da eigentlich viel zu weit. Ende der Stunde. Entschuldigen Sie, da war noch was? Nee, es tut mir gleich, wir müssen noch eine Hausaufgabe machen, das machen wir am Ende, was du sagen willst. Toll, toller Abschluss in der Stunde. Gut. Dann hast du noch sechs Stunden, ne, vom 8-Stunden-Tag ist der hinter dir und vor dir, sag ich, noch 2 Stunden, dann kann ich nach Hause, Feierabend. Und dann fängt man, nee, das ist ja gar nicht so leicht. Denn dann haben wir noch die letzten 2 Stunden von Lehrer von Typ 3. Lassen Sie die Typ Lehrer mich nicht immer fragen, warum werdet ihr Lehrer? Es gibt so viele schöne andere Berufe. Gefängniswärter zum Beispiel. Schöne Lehrer sind ja besonders, wenn das Wissen noch vermittelt wird, wie der Ofen, wie es immer heißt. Na, die kommen. Wenn man die das erste Mal sieht, die Familie dann immer so den Eindruck, so pass mal auf, Ronny, ich bin wieder Fachlehrer. Wenn ihr was von mir wollt, dann müsst ihr zu mir kommen. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ich Sätze formuliere, deren Anfang ich kenne, deren Ende ich aber nicht kenne und ihr am Ende eines Satzes feststellt, dass ich immer noch genau weiß, was ich am Anfang gesagt habe, ohne einen grammatischen Fehler, ihr aber nicht mehr wisst, was Anfang und Ende des Satzes ist, ich es aber doch was, dann liegt das daran, dass ihr so dumm für mich seid. Komm rein, sag keine gute Begrüßung, sondern dann, so, wer hat die Hausaufgabe? Und eine meldet sich, sagt, ich hab sie nicht. Warum nicht? Und egal, was sie jetzt sagt, der Lehrer wird damit unzufrieden sein. Das kann das erste Mal sein, dass du sie vergisst, der Lehrer. Das geht so nicht. Gut, und dann gibt es noch diese anderen Typen, der sagt, Moment, ich guck mal beim Block aus, ich guck mal. Gibt's immer. Ist für dich, gibt's immer. Und dann guckt er erst mal ein paar Minuten. Und dann fragt der Lehrer irgendwann wieder, na, wie ist es, hast du es gefunden? Nee, ich guck immer. Das Witzige ist, der Trick ist so uralt, man schaut sich mit der Lehrer an, aus der Super. Und dann hast du irgendwann wieder, so, jetzt gucken wir die Sachen von der letzten Stunde raus. Wie sind denn jetzt die Sachen von der letzten Stunde? Wir waren eben noch bei der Sache, na egal, wir machen jetzt die Sachen von der letzten Stunde. Jetzt passt mal auf, Leute, ich hab was für euch. Ihr schreibt jetzt eine Gliederung zu einem neuen Thema, wie ich es euch halten soll. Moment mal, wir sollen jetzt eine Gliederung zu einem Thema schreiben, das wir nicht kennen und ich möchte es gar nichts wissen. Ja, das ist richtig. Und zwar ohne Hilfe des Buches. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Das ist wie wenn man irgendwann in der Oberstufe Deutsch, ne, Leistungskurs, Klausur vor sich hat, wo dann steht, fassen Sie bitte den Volkstext, der nicht vor Ihnen liegt, in einem Wort zusammen. Aber man hat sich darüber irgendwie zu beschweren. Ja, geht gar nicht.
Muss man machen, man schreibt quasi nichts hin und wenn ihr was da unzufrieden. Und am Ende der Stunde ist Single Kabel gegen Lohner, ja? Und man freut sich schon, jetzt habe ich es geschafft, ich kann schon auf meinen Hals. Ich beende die Sonne nicht hier. So, und jetzt habe ich hier noch für euch noch eure Hausaufgaben. So, hier ist euch bitte die Seite 326, ihr bucht euch noch die Aufgaben 1 bis 4, ihr habt euch noch eine Quelle, ihr noch zwei weitere Blätter, ihr habt noch möglichst und ihr informiert euch bitte im Internet über. Dann hätte ich dann schon gar nicht müssen. Ne? Und dann musst du auf, gehst aus dem Klassenraum raus und freust dich jetzt auf den Tag. Schaff, jetzt kann ich dich mal Feierabend freuen. Und dann fällt dir ein, nee, morgen hast du wieder 8 Stunden und dann wartet wieder der ganze lustlose Scheiß auf dich. Dankeschön.